So, meine tätowierten Freunde, wir sind heute wieder am Start mit einem neuen Video. Ich habe Melissa dabei. Hallo. Hi. Worum geht's heute? Es geht heute um Tattoos an den Fingern. Video, was sich eher an die weiblichen Zuschauer oder Kunden richtet, weil es meistens Mädchen sind, die ins Studio kommen und danach fragen, außer Kevin. Hallo Kevin, der hat auch ein Tattoo am Finger. Ich will euch einfach erklären, warum das halt nicht so funktionabel ist, wenn ihr das macht. Die Hautstruktur an der Hand ist eigentlich so, dass wir natürlich oben auf der Hand eine relativ normale Haut haben. Vielleicht Haut, die jetzt nicht so super ist zum Tätowieren wie die am Arm, aber drauf können wir auf jeden Fall tätowieren. Die Innenhand aber, ja, hier die Innenfläche, ist eher hornhauthaltig. Ja? Von daher, weil ihr immer den Leuten die Hände schüttelt oder auch nicht, die schütteln mir. Ich schüttel mir jetzt nicht die Hand, warum? Weiß nicht warum. Oder weil ihr arbeitet, wie auch immer. Ja? Und wir haben praktisch am Finger selber einen Übergang von dieser eben normalen Hautstruktur in diese Hornhautstruktur. Und das größte Problem ist, dass man das Tattoo einfach von der Größe her natürlich immer, wenn dann, über den ganzen Finger ziehen muss. Und wir gehen somit in die Hornhaut rein. Das heißt, was passiert? Ja? Wir haben vielleicht oben noch ganz saubere Linien, aber gehen unten in die Hornhaut. Diese Hornhaut nimmt vom Gewebe her die Farbe nicht so gut auf. Die Farbe verläuft und wir haben damit ein verblasstes Tattoo. Wir haben Stellen von den Buchstaben, sind ja meistens Schriftzüge, die wieder rausgegangen sind. Wir haben halt eine unebenmäßige Stelle. Und das können wir an Melissas Finger einfach mal ganz gut zeigen. Ja? Ja. So, und hier seht ihr das ganz gut. Ja? Also wir haben hier ein relativ normales Tattoo. Ich weiß jetzt nicht, wer es tätowiert hat. Ja? Aber es gibt kein Fingertattoo, bei dem das anders aussehen wird. Das heißt, euer Tätowierer kann der beste Tätowierer der Welt sein. Er wird es nicht viel schöner hinbekommen. Hier sieht man ganz gut zum Beispiel, das bedeutet ja Endless Love. Die Liebe ist hier nur leider endlich bei dem Ding, weil das irgendwann noch immer weiter verblasst. Siehst du hier zum Beispiel bei dem E ganz genau, wie das da rausgeht. Du siehst auch schon hier bei V und E hier am Ende, wie das verschwimmt, ja. Und so werden die Tattoos im Nachhinein aussehen. Und deswegen ist es nicht empfehlenswert, das zu machen. Schöne Fingernägel übrigens. Ja? Dankeschön. Gut, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen helfen und euch zeigen, warum das nicht funktioniert oder nicht gut ist zu machen. Macht eure Tattoos an vernünftigen Stellen, an Stellen, die funktionieren. Ihr geht in Tattoo-Studios rein und die meisten Tätowierer sagen euch, mach kein Tattoo am Finger aus den und den Gründen, gerade wenn du nicht besonders tätowiert bist. Vertraut den Tätowierern, hört auf das, was die sagen. Es gibt keine Tätowierer, die an der anderen Ecke der Straße sind und es machen und es dann können, weil es nichts mit Können zu tun hat. Es geht um die Hautstruktur und die Hautstruktur lässt es nicht zu, da ein ordentliches Tattoo zu haben. Bist du komplett vollgeballert, so wie ich, hast du viele Tattoos, ist das scheißegal, klar, kannst du dann machen so, aber hast du noch nicht so viele, bist du relativ jungfräulich. Mach erstmal Tattoos an anderen Stellen, die vernünftig sind und funktionieren. Dann hast du damit keine Probleme. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Abonniert unseren Channel, guckt unsere anderen Tattoos an. Und Melissa und ich gehen jetzt einen Kaffee trinken oder sowas. Ciao.